Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu der nächsten Episode der Road to World Cup. Wir sind heute bei den Viertelfinals angekommen. Das erste seht ihr im Hintergrund. Portugal gegen Kroatien an der Stelle. Ich würde sagen, wir spielen mit Weiß gegen Schwarz hier an der Stelle. Das ist, denke ich mal, optisch einfach besser. Ja, genau, so. Ich denke, das geht optisch einfach klar. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal kurz die Aufstellung an. Da hat sich auf jeden Fall im Vergleich zum letzten Mal ein bisschen was getan hier. Also von anhand der Formation, die die Mannschaft hier nimmt. Ich würde sagen, da gucke ich jetzt nochmal schnell rüber. Hier kann ich ja Uncut so machen. Ja, ihr seht es ja im Hintergrund. Also ich denke mal, ich werde so spielen. Ja, ich denke, das ist einfach auch spielerisch gesehen mit am besten. Mal gucken, wer sonst noch mit auf die Bank kommen könnte. Ja, ich denke, das passt so, Leute. So starten wir rein in die erste Viertelfinalpartie gegen Kroatien mit Portugal, wie gesagt. Let's go. Ja, hier gesehen, du hast die ganze Zeit geredet. Und das ist die erste große Chance für Kroatien, aber Patricio mit der Glanzparade dagegen Ivan Perisic. Starke Aktion vom portugiesischen Keeper. Und das ist die nächste große Chance für die Kroaten nach der Ecke. Jetzt wird der Ball gerade so geklärt da. Riesenmöglichkeit. Nur an die Latte geköpft. Patricio wäre da ohne Chance gewesen an der Stelle. Der war schon geschlagen. Ja. Kein schlechter Auftakt hier für Kroatien. Und das ist das 1-0 kurz vor der Halbzeit. Nachdem der kleine Fehler dann in der Abwehr der Kroaten passiert ist, kommt Guerrero nochmal an den Ball. Ist relativ frei auf der rechten Seite im Strafraum. Auch die Zentrale ist da total offen. Und dann bringt er die flache Flanke in die Mitte. Da steht denn Adrian Silva bereit. Hier ein bisschen bitter. Ronaldo spielt den Pass zwar rüber, wird dann trotzdem noch zu Guerrero abgefälscht. Der mit der starken Flanke. Keine Chance für den Keeper. Da wurde er auch von der Abwehr am Ende im Stich gelassen. Und da ist das 2-0. Wieder ein bitterer Abwehrfehler, beziehungsweise halt ein FIFA-Fehler in der Abwehr. Der Kroaten, Quaresma, kommt dann an den Ball und der haut den aus, ja gut 17 Metern, 18 Metern ins lange Eck rein. Starker Abschluss da von Quaresma aus der Distanz, macht man nicht alle Tage. Und ja, hier natürlich Glück. Ronaldo verliert den Ball, Brozovic ist es, der den Ball in die Mitte spielt zum Gegenspieler. Quaresma steht dann richtig und kann den Ball zum 2-0 in die Maschen jagen. Und das ist die nächste große Chance für die Kroaten. Die Nummer 18 ist es, der da zum Schuss kommt. Und ja, wieder ist es Rui Patricio, der hier seine Mannschaft den Arsch rettet am Ende. Das war im Endeffekt Ante Rebic, der Frankfurter, der die große Chance hatte, nochmal Treffer zu kommen. Aber starke Parade, wie gesagt, vom portugiesischen Keeper. Geile Dribbling von Guedes an der Stelle. Oh. Und da ist kurz zu Ende nochmal die Möglichkeit zu verkürzen auf 1-2. Erste Minute der Nachspielzeit hat gerade angefangen und die Kroaten kommen hier über Mario Mandzukic noch einmal zum 1-2. Jetzt wird es nochmal eng in den letzten Minuten. Viel Zeit ist nicht mehr hier, sich erstmal in die Verlängerung zu retten. Und so viel dazu, da ist das Spiel auch schon vorbei. Portugal gewinnt hier dieses Viertelfinale knapp durch Abwehrfehler, FIFA-Fehler, kann man sich aussuchen. Gegen Kroatien. Kroatien hatte sehr viele Chancen, das muss man ja mal sagen. Man sieht auch hier mehr Schüsse. Der Ballbesitz war wiederum mehr bei Portugal. Knappe Partie. Letzten Endes ist Portugal im Halbfinale. So Leute, so sieht meine Aufstellung mit England aus. Ich habe natürlich die Formation hier geändert. Ich habe keinen Bock auf Fünferkette. Deswegen spielen wir hier im 4-3-2-1 mit dieser Elf. Ihr seht's, ab in die Partie gegen Brasilien. Und das ist die erste Chance in der Partie für Brasilien an der Stelle. Ich weiß gerade nicht, war das, es ist Paulinho, glaube ich, nach der Flanke oder flachen Flanke von William kommt er zu Fall, weil der Ball ein bisschen in den Rücken kam oder so, und ja, dann Pope noch mit einer guten Parade, erste gute Gelegenheit, wie gesagt, in der Partie hier, in die Ecke und der Kopfball waren auch nicht schlecht.
Und er köpft den Ball. Ach man, warum köpft er den? Leute, das ist doch lächerlich. Das war so ein geiler Pass von, ich glaube, Sterling auf Rashford. Wenn er den mit dem linken Fuß nimmt und ins lange Eck platziert, uiuiui, dann wird es gefährlich für Alisson. So, ja, ist das keine sonderlich große Herausforderung. Und da ist Rashford wieder frei durch. Alisson mit der Parade. Stark durchgesteckt von Kane auf Rashford, der natürlich sein Tempo da zeigt und die Abwehrspieler überrennt. Denn der Schuss mit links, ja, er trifft noch Alisson, beziehungsweise er kriegt seine Hand noch an. Dadurch fälscht er ihn zur Ecke ab. Nee. Und da ist die Riesenmöglichkeit für Brasilien. Mit dem Pfostenschuss von Willian. Ne, von Fernandinho war es. Willian war hier im Nachhinein am Ball. Fernandinho da mit der Riesenchance nach der Flanke von Neymar. Steht da komplett frei und setzt den Ball an den Pfosten. Hier gibt es dann noch wahrscheinlich den Freistoß jetzt für England, weil Willian da Sterling so ein bisschen angegangen ist von hinten. Ist ja auch egal. Vorher die Riesenmöglichkeit. Hier kurz vor Ende für Brasilien. Das Ding auf 1:0 bzw. 0:1 zu drehen. Ey, ich krieg schon wieder nicht Stones angewählt, ne? Nee. Und da ist das 1:0 in der 90. plus 4 wohlgemerkt. Macht hier Brasilien durch eine ungeordnete englische Abwehr das 1:0 und die höchstwahrscheinlich Entscheidung, weil der Schiri hier nach abpfeifen wird. Starkes Dribbling da von Willian. Dann die Ruhe bewahrt mit links, der Stones blockiert er den eigenen Keeper noch und ja, das war dann ein starker Abschluss von Willian und eine starke Aktion an sich von Willian, die er da gemacht hat. Damit steht es 1:0 in der 90. plus 4, wie gesagt, bei 3 angezeigten Nachspielminuten. Dann wird es das hier wohl gewesen sein für die Engländer. Dann werden sie hier im Viertelfinale höchstwahrscheinlich gegen Brasilien aussteigen. Da ist nochmal der Ballverlust und da ist der Abpfiff. Damit verliert hier England mit 1:0 in einer ja sehr ausgeglichenen Partie. Viele Chancen, oder nicht viele Chancen, beziehungsweise zwar wenig Chancen, aber wenn dann hochkarätige auf beiden Seiten, muss man sagen. Also das Unentschieden wäre auch gerecht gewesen, wenn es eins hätte geben können, sage ich jetzt mal. So ist es auch okay. England hat seine Chancen nicht genutzt. Und ja, damit gewinnt Brasilien und steht im Viertelfinale. Im Halbfinale. So Leute, ihr seht im Hintergrund meine Startelf für das Spiel Spanien gegen Argentinien hier im Viertelfinale. Genau, so starten wir rein mit Spanien gegen Argentinien. Let's go. Und da fällt das theoretische 1:0, war allerdings abseits von Nicolas Otamendi, war trotzdem ein starker Kopfball, den er da rausgehauen hat. Hat damit auch De Gea überwunden am Ende. Hier sieht man es nochmal, er befand sich ganz knapp im Abseits an der Stelle. Starke Flanke auch von Messi, muss man ja sagen. Aber wie gesagt, durch Abseitsstellung zählt das Tor nicht. Ja, der sollte auf David Silva werfen, aber ist okay. Und da ist die erste Riesenmöglichkeit hier für... Wer war denn das? Die Maria? Aguero? Ich glaube Aguero, oder? Das müsste Aguero gewesen sein mit dem schwachen Linken. Hier haut er einen starken Volley-Schuss raus, den De Gea aber genauso stark, ja, aus dem Winkel fischt. Und da ist die erste große Chance auf der Seite der Spanier. Und der holt sich hier den Ball direkt wieder. Der Pass in die Mitte auf Iniesta ist wiederum zu schlecht. Iniesta hatte auch vorher die Möglichkeit, aber schießt den Ball mit seinem schwachen Linken. Hier sieht man es nochmal leider nur an den Pfosten. Armani hätte da, glaube ich, keine Chance gehabt aus der kurzen Distanz. Und dann Diego Costas Pass in die Mitte auf wieder Iniesta. War dann auch im Endeffekt nicht gut genug. Nein, ich habe genau das hinter ihm gemacht. Ach komm, hör auf, Alter. Na gut, war halt auch Busquets, der eine Beweglichkeit von weiß ich nicht was hatte. Und da ist Diego Costa in der 83. Minute. Nach 3-4 kurzen Pässen kommt er frei im Strafraum zum Abschluss. Ja, schön die direkten Pässe da. Isco nochmal weiter auf Diego Costa und der mit seinem schwachen Linken überwindet da den nicht ganz so starken Keeper, muss man natürlich sagen, aber ist auch in FIFA gesehen. Armani, und damit steht es kurz vor Ende hier nochmal 1:0 für die Spanier. Und kurz vor Ende hier nochmal Piqué fälscht den Ball ab, De Gea reagiert nochmal sehr stark da und verhindert den Ausgleich der Argentinier. Starke Aktion von beiden Spaniern.
Jetzt müssen sie natürlich aufpassen, dass der Keeper Armani mit dem Kopfball, aber der setzt ihn übers Tor. Und da ist das Spiel auch vorbei. Die Spanier gewinnen hier ganz schön knapp, aber naja, na gut, verdient nicht unbedingt. Argentinien hatte schon sehr viel vom Spiel, hatte ihr Abseitstor. Das war eine knappe Sache, würde ich sagen, am Ende. Kommt Spanien weiter. Ich würde sagen, wir gehen ins letzte Viertelfinale, Deutschland gegen Japan. So Leute, wir gehen dann in die letzte Partie der Viertelfinale, der Viertelfinals rein. Japan gegen Deutschland, ich bin mit Japan, Tim mit Deutschland, ihr seht die Elf, mit der ich ins Spiel gehen werde. Let's go! Und da ist die erste Möglichkeit für die Deutschen mit einem Konter. Kommen sie hier zum Torerfolg. Mario Gomez ist es, der sich da durchsetzt, körperlich gesehen, gegen die Innenverteidigung der Japaner. Oder gegen einen Innenverteidiger der Japaner. Und der den aus gut 20 Metern oder so mal ins Tor haut. Keine Chance da an der Stelle auch für Kawashima im Tor der Japaner, der übrigens geupgradet wurde. Hier sieht man es nochmal groß mit dem starken Ball. Und dann setzt er sich da sogar gegen den Außenverteidiger Nagatomo durch. Und haut einen starken Schuss raus. Keine Chance, wie gesagt, für den Schlussmann der Japaner. Und da ist die erste Möglichkeit auf den Seiten der Japaner. Und das war zum Glück Abseits. Sonst wäre der Abschluss einfach lächerlich hoch 10 gewesen. Was Inui da macht für einen Abseits. Also, nee, Leute, wirklich. Hier noch vorher nochmal die Chance von Nasebe beim Schuss. Ist er dann im Abseits der Takashi Inui. Starke Reaktion auch von Neuer am Tor der Deutschen. Ja, not bad. Und da ist der Ausgleich für die Japaner, stark über die Außen gespielt. Haraguchi dann mit dem Pass in die Mitte auf Osako, der direkt weiterleitet zu Shinji Kagawa, der alle seine Klasse beweist, die er in sich vereint. Und Neuer da überwindet im Tor der Deutschen. Starker Abschluss, war jetzt nicht sonderlich hart geschossen, aber präzise ins Eck aus der Position. Hier auch sehr stark gemacht von Haraguchi, verschafft sich der Platz. Wie gesagt, direkt weitergeleitet von Osako auf Kagawa, damit steht es 1:1. Und da ist das 2:1 für die Japaner. Genki Haraguchi haut da den Shiki-Lupfer raus. Und Neuer im Tor der Deutschen sieht er halt alles andere als gut aus, muss man halt wirklich sagen. Also den muss er einfach halten. Kannst du sagen, was du willst. Vorher wieder schön in den Lauf geschickt, den guten Genki Haraguchi. Und diesen Lupfer, den muss Manuel Neuer einfach halten. Das ist halt so, machst du nichts. Damit steht 2:1 kurz vor der Halbzeit hier für die Japaner. Und Shinji Kagawa bewahrt da alle Ruhe, nimmt nochmal in aller Ruhe auch Kimmich aus und lässt Manuel Neuer wieder mal keine Chance. Starke Aktion da wieder der Japaner, ein starker Angriff, gutes Dribbling auch von Shinji Kagawa. Und der Abschluss ist natürlich auch Weltklasse. Mit seinem schwachen Linken kann er ihn trotzdem so reinhauen. Ja, da gucken die Fans auch der Japaner einfach nur verdutzt, weil sie damit nie im Leben gerechnet hätten. Lässt er, wie gesagt, Kimmich stark aussteigen. Neuer sieht wieder nicht allzu gut aus. Ja, keine Ahnung. Es steht auf jeden Fall 3:1 für Japan. Und die Japaner kombinieren sich da saustark wieder mal durch. Am Ende hat Takashi Inui halt Pech im Abschluss, beziehungsweise hat halt einfach Pech, dass im Tor der Deutschen Manuel Neuer steht, der trotzdem natürlich, auch wenn er den Fehler von gemacht hat, ein Weltklasse-Keeper ist und den Ball auch wieder stark rausholt. Und jetzt ist wieder Shinji Kagawa, der da durchkommt, nachdem, ich weiß gar nicht, wer da sich so gut durchgesetzt hat, den Pass super durchsteckt und Kagawa macht dir den Hattrick klar. Oh, wer ist denn das, Alter? Keine Ahnung, wer das ist. Haraguchi vielleicht? Ich glaube, das war Haraguchi, der da den Pass durchsteckt noch auf Kagawa, der macht ihn rein, lässt Neuer wieder keine Chance. 4:1, das ist die Entscheidung für die Japaner. Und da ist nochmal der Anschlusstreffer. In der 90+3 ist es Mesut Özil, der mit einem Kopfballtor sich da durchsetzen kann. Beziehungsweise mit einem Kopfball sich durchsetzen kann. Und den Ball auch im Tor unterbringt. Die Japaner sind da nicht ganz gut geordnet hinten bei der Flanke der Deutschen. Muss man ja mal so sagen. Hier ist es dann allerdings auch nur noch Ergebniskosmetik. Die Japaner sind so gut wie, beziehungsweise sind jetzt offiziell weiter. Schmeißen nach Belgien auch Deutschland raus. Das ist auf jeden Fall, ich denke mal, das Überraschungsteam
dieser simulierten WM, würde ich sagen. Damit würde ich sagen, Leute, seht ihr nochmal kurz die Halbfinalpartien. Ja, und die Verabschiedung. So, Leute, ihr seht jetzt nochmal im Hintergrund natürlich die Ergebnisse oder die gesamte K.O.-Runden-Konstellation. Und wie gesagt, auch die Ergebnisse in diesem Video. Wir haben mit Portugal 2:1 gegen Kroatien gewonnen. Mit Brasilien 1:0 gegen England. Mit Spanien 1:0 gegen Argentinien. Und Japan hat sich 4:2 gegen... ja, Deutschland durchgesetzt. Die Halbfinalpartien sehen dann wie folgt aus: Portugal gegen Brasilien und Japan. Wie gesagt, es hätte, glaube ich, keiner erwartet, dass die ins Halbfinale kommen. Gegen Spanien. Das wären auf jeden Fall nochmal zwei interessante Partien, weil ich muss immer noch dazu sagen, Japan lässt sich in FIFA richtig nice spielen. Das ist keine, ne, das ist wirklich so. Ihr habt es gesehen, ich habe in beiden Spielen, beziehungsweise ein, na gut, ihr habt nur das, na doch, ihr habt ja die beiden Spiele gesehen, Belgien auch schon. Und jetzt das Japan-Spiel, die spielen sich echt gut. Keine Ahnung, woran es liegt. Soll aber jetzt egal sein. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann. Haut rein und ciao.